Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute sehen wir den WZ-111-5A. Ja, der Panzer, der ist derzeit eigentlich sehr gerne gespielt und sehr präsent. Eigentlich wollte ich den auch gar nicht so unbedingt zeigen, denn ja, so lang ist es gar nicht her, wo wir den zuletzt gesehen haben. Aber gab zwei Probleme mit dem Patch, der die Halloween-Panzer eingeführt haben, sind alle anderen Replays davor unbrauchbar geworden. Und damit habe ich dann eine gewisse kleine Knappheit bekommen. Und man muss natürlich sagen, der Schaden, den wir hier sehen werden, der ist exorbitant hoch. Und dann muss ich gestehen, war ich jetzt nicht in der Lage, hier Nein zu sagen. Also von dem her, deswegen heute den WZ-111-5A nochmal. Ja, der Hawaii-Fi hat das Ganze hier eingeschickt von Panther. Spielt auch noch mit dem Mate im AMX-50B, also hier 10er, 9er, 8er Gefecht, die beiden Jungs unterwegs. Das ist natürlich schon ganz ordentlich. Und werden jetzt mal erstmal so Richtung ihrer eigenen Basis noch schießen, weil die Leute hier noch hinterhalb der Häuser sich gerade verstecken. Zumindest versuchen sie es mit dem T-55 zum Beispiel. Der 50B, der macht aber gerade dem schon die Hölle heiß. Jetzt kommt er selbst gerade nicht drauf, von dem her muss er da ein bisschen erstmal warten. So, jetzt merkt er, da kriegt er nicht viel ab, deswegen orientiert er sich scheinbar jetzt da Richtung Hügel, weil da ist schon einiges los. Und das ist ja das Schöne an dem WZ, dass man mit dem wirklich schön agil rumfahren kann. Oben der Conqueror, den sollte man jetzt zumindest nicht ganz, sag ich mal, aufs leichte Korn nehmen, denn der kann schon nerven. Aber jetzt will er erstmal den AMX da unten beschießen, weil da sollte er mit dem Durchschlag eigentlich kein Problem haben, wollte ich sagen. Und natürlich genau den Schuss kriegt er nicht hin. So, nochmal einer. Jetzt hat der AMX auf ihn geschossen. Den hat er noch abgeprallt, aber der Conqueror wiederum nicht. So, jetzt hier den Emil, hat er dem Victoria mal ordentlich den Hintern gerettet. Und jetzt pusht er da scheinbar auf den IS-3 drauf. Ja, IS-3 direkt sang- und klanglos einen verpasst hinten rein. So, jetzt vielleicht den Pershing dann nochmal. Ja, der dreht auch noch seinen Turm extra so hin, dass man gar kein Problem hat, drauf zu ballern. Das ist natürlich ganz einfach. Und jetzt den Conqueror. Vielleicht die Revanche-Schelle für vorhin. Und der Alpha von der Kanone ist einfach gut. Wir sehen ja unten 574, 382, das war der Killshot, 472, 450, 492, 471. Also das sind so Schäden, mit denen man wirklich arbeiten kann. Da, 524er Roll. Also die machen schon Spaß mit dem Panzer. So. Ja, sie liegen 4 zu 11 zurück. Also das Team aktuell ist noch nicht so wirklich im Flow. Au, oh, sehr schön. Direkt angezündet, aber
Der hat nicht lange getickt. Der automatische Feuerlöscher hat dem Conqueror scheinbar davor Schlimmeren bewahrt. Und da hat er ihn jetzt wegmachen können. Bekommt aber jetzt vom AMX zwei Schellen direkt. Und der Richtschütze ist weg. Den muss er sofort wieder zurückholen, weil den braucht er jetzt natürlich bei dem Fight. Ja, der Skorpion, der schaut da auch schon böse, aber der bekommt oben in seinen Turm, wo es natürlich nicht schwer ist, den zu durchschlagen, sofort einen rein. Er kann jetzt auch nicht zu aktiv da drauf fahren, weil das wäre natürlich auch sein Tod. Also jetzt hier nicht komplett kopflos an die Sache rangehen. Ja, der Skorpion hat ihn da schon eine verpasst, Gott sei Dank nur abgeprallt. Allerdings hat er auch nur kritisch getroffen, den Skorpion. Aber mit dem nächsten Schuss vielleicht wegmachen. Ja, genau. Selbst wenn er dazu geht, einfach nochmal dahin halten. Und normalerweise sollte der Skorpion und auch der AMX-50B keine Probleme machen, die zu durchschlagen. Ich glaube, ich lasse das einfach, das zu sagen. Naja, jetzt aber. Jetzt hat er es dann doch mal final geschafft. Und mittlerweile mit 11 zu 13 schaut es auch nicht mehr ganz so desaströs aus, wie es davor ausgesehen hat, sage ich mal. Also da ist durchaus noch was drin. 5400 Schaden ist auch schon nicht ganz schlecht, aber da kommt noch ein bisschen was. So, der Pershing, der bewirbt sich schon mal für die nächste Schelle. Und jetzt hat er nur noch Premium am Start. Jetzt geht's in die Credits, aber jetzt ist er alleine gegen 4. Na gut, da muss er natürlich jetzt, da kann er jetzt nicht sagen, er schießt was anderes, weil er hat nichts mehr einfach. Ganz simpel. So, der STRV auch nicht zu verachten und clever. Einer fährt jetzt aber Captain, weil er sich sagt, okay, kein Bock. Sollen die da ihr Spielchen alleine machen? Damit wird er natürlich nochmal mehr unter Druck gesetzt. Den STRV hat er jetzt schon im One-Shot-Bereich. Der will jetzt da noch seitlich wegfahren. Ja, aber da Snapshot King WZ macht's klar, kein Problem. Macht den jetzt raus und jetzt den Pershing. Und jetzt trifft hier der FV von hinten. Ja, holla die Waldfee. Da weiß er auf jeden Fall schon mal, wer da im Cap steht und wo der FV noch sich so befindet. So, jetzt hat er erstmal dem Pershing gezeigt, was ein Hake ist. Und jetzt wird er wahrscheinlich für die Torte erstmal gehen. Denn die wird, steht hier im Cap und danach geht es Richtung FV. Hat noch 20 Sekunden, aber er ist gleich dran, also er sollte ihn hoffentlich bald spotten. Torte hat jetzt nicht so einen monstergeilen Tarnwert, von dem her müsste es eigentlich noch funktionieren, ohne da jetzt sich komplett zu verkacken. Er hat auch direkt HE geladen und da ist es schon, ja, und da reicht es auch. Sehr schön gemacht, direkt HE zu laden, weil er wusste auch schon, das wird ziemlich wahrscheinlich die einzige Granate, die ich hier ballern können werde. So, und jetzt muss er aufpassen, in dem geht der FV auf.
Ja. Die Torte von vorne. Der Fahrer ist hin. Der wird wieder zurückgeholt. Jetzt hat er noch 118 HP. Und die Torte ist weg. Aber der FV, der ist noch rappelvoll. Also 118 Hitpoints gegen 2000. Das ist ein sehr, sehr ungleiches Setup. So, jetzt hat er nur noch 1500. Oh ja, sehr gut. FV prallt hier ab mit AP. Ja, er prallt allerdings auch ab. Also, das ist noch nicht gelaufen, das Thema. Soll er sich mal erst ein bisschen in Sicherheit bringen, um eine bisschen schönere Position für sich zu erspielen. Da hat mein Telefon geläutet, das tut mir leid. Der FV kommt da rum. Und will der jetzt oben mal ran? Aber das wird seine Chance sein, denn der FV... Ah, er kann ihn nicht ketten, er kann ihn nicht ketten. Oh ja, er kommt hinten ran. Seitlich, der FV kann ja den Turm nicht ganz drehen. Jetzt muss er da irgendwie seitlich rankommen. Oh nein! Holy fuck, ist das alles eng. Und er flippt ihn! Ja! Er flippt ihn in der Tat noch. Und damit macht er jetzt alles klar. Weil er kommt ja nochmal auf die Beine. Ja, er kommt nochmal auf die Beine. Es wird nochmal spannender. Ich dachte, er bleibt so liegen wie so eine Kröte. Aber nein! Und jetzt ist er hinter ihm. Und da macht er es in der Tat noch. Wahnsinns-Endspurt, den er hier aufs Parkett legt. Und damit 11.164 Schaden gemacht hat. Und ich denke... Das war ein sehr verdientes Panzerass und 8 Kills sagt wohl alles aus. War eine geile Runde, mir hat es Spaß gemacht, besonders das Finale war wirklich episch und seid nicht böse für das Telefon. War ja, ist ja, kann ja jedem vorkommen. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.